Wir kommen jetzt gleich schon zu unserem letzten Beitrag hier auf unserer Bühne. Ich hoffe, Sie hatten einen sehr schönen Tag heute, nicht nur insgesamt bei der Smart County Convention, sondern vor allem bei uns. Wir starten natürlich morgen, aber dazu sage ich gleich nochmal was wieder in unser Programm zu den Themenschwerpunkten Smart City und Smart Country. Und ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder vorbeischauen. Aber nicht weggehen, es kommt jetzt noch ein sehr spannender Vortrag. Das wollte ich nicht damit sagen. Wir haben natürlich nochmal ein Highlight am Ende. Und zwar werden wir jetzt werden wir Einblicke geben, wie die Weiterentwicklung bei Toll Collect aussieht mit KI. Und hierzu darf ich auf der Bühne begrüßen Marc Naumann, Referent für Unternehmensstrategie und Geschäftsentwicklung und außerdem Isabel Wynn, Referentin Strategie und Geschäftsentwicklung, beide bei Toll Collect. Einen großen Applaus für Sie beide, bitte. Genau, auch von uns nochmal ein herzliches Willkommen zum letzten Vortrag und zu unserem Vortrag Kontext des Key. Wir werden euch auf die Reise mitnehmen, wie wir künstliche Intelligenz, besonders im generativen Fokus, weiter in unser Unternehmen integriert haben, wie wir vorgegangen sind und was uns dort nach erwartet. Starten wir gleich mal rein. Wir haben gesagt, Kontext ist key. Also geben wir euch als erstes mal einen Kontext, wer wir eigentlich sind. Wir sind die Toll Collect, am besten bekannt oder am meisten bekannt natürlich als technologischer Dienstleister in der Mauterhebung und Kontrolle. Aber wir machen auch mehr aus Maut und mehr als Maut. Das soll aber gar nicht Gegenstand dieses Vortrags sein, allein dafür könnten wir 15 Minuten verbrauchen. Noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind ungefähr 700 Mitarbeiter, unsere Zentrale ist im Herzen von Berlin und seit 2018 sind wir Bundesunternehmen. Was wir heute für euch vorbereitet haben, wird Isabel im weiteren Verlauf kurz darstellen. Isabel, bitteschön. Dankeschön. Also auch hallo von meiner Seite. Was werden wir heute machen? Was erwartet euch in unserem Vortrag Kontext ist Key? Werden wir tatsächlich darüber sprechen, was wir im letzten Jahr quasi, ja, wie wir uns mit dem Thema der generativen Intelligenz im Unternehmen auseinandergesetzt haben. Also es gibt quasi echte Unternehmensinsights. Das heißt, wir werden mit euch unsere Erkenntnisse und Erfahrungen im Schnelldurchlauf einmal teilen und auch nochmal betonen, warum diese aus unserer Meinung oder aus unserer Sicht so wichtig sind. Immer ein bisschen im Fokus haben, nachhaltigen Mehrwert im Unternehmen erzeugen. Das heißt, ganz konkret starten wir heute einfach mit dem Ausgangspunkt, also den ersten Überlegungen. Dann erzählen wir, wie wir ja, Rahmenbedingungen im Unternehmen geschaffen haben. Wir reden über tatsächliche Use Cases, die Prüfungen kritischer Annahmen und unsere Learnings. Genau, was ist denn jetzt der Ausgangspunkt? Tatsächlich einfach mal die Verfügbarkeit von generativer KI. Wir fokussieren uns hier heute auf Sprachmodelle. Ja, und ganz wichtig für uns eigentlich, was sind die wichtigsten Eigenschaften, worauf konzentrieren wir uns? Als allererstes die kontextuelle Sprachverarbeitung, also die Fähigkeit, nicht nur einzelne Worte zu erkennen oder vielleicht auch die Bedeutung zu verstehen, sondern ganze Textzusammenhänge. Dann kommt dazu auch noch die Generalisierungsfähigkeit, Skalierbarkeit und ein bisschen abhängig vom Modell ist das Ganze auch noch in verschiedenen Sprachen verfügbar. Also da kann man ja eigentlich was draus machen, Marc. Definitiv, und wir haben uns auch gedacht, natürlich machen wir da was draus. Relativ schnell am Anfang stellen wir natürlich fest, im privaten Kontext ist das irgendwie alles einfacher als im Unternehmen. Mhm. Und daher war auch, wie schon von Isabel anfangs gesagt, uns natürlich die Ambition oder unser Leitbild klar zu werden, ein iterativer und sicherlich noch nicht mal abgeschlossener Prozess. Im weiteren Verlauf lag es aber auch dann uns am Herzen auch von den Werten des Unternehmens her natürlich die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Manchmal ist es ganz einfach, wir haben also eine Befragung gemacht zu den Erwartungen, die jeder Einzelne hat an KI, zu den Bedenken, die er vielleicht auch in sich trägt, aber auch zu potenziellen Use Cases. Das Ganze haben wir dokumentiert und dann auch mit der Mitarbeiterschaft geteilt, um sie einfach mitzunehmen in diesem Prozess. Wenn wir jetzt noch ein Stück weiter denken, ist es ja ganz oft so, dass die Tatsache, oder jeder kennt es vielleicht auch aus seinem beruflichen Umfeld, es kommen dann so Sätze wie jemand sollte mal, man sollte mal, die Firma sollte mal. Und man stellt irgendwie fest, dass diese undefinierte Personengruppe meistens gar nicht so viel auf die Reihe bekommt oder beziehungsweise kein richtiger Kontext geschaffen wird oder Inhalt geschaffen wird. Aus dem Grund haben wir einen Arbeitskreis gebildet, bei uns die Community of Practice, die sich am Anfang ganz klar um ethische und regulatorische Rahmenbedingungen gekümmert hat.
wenn wir davon von diesem Expertenkreis oder von dieser Community sprechen, war von Anfang an zum Beispiel der Betriebsrat dabei, um die Mitarbeitereinbeziehung sicherzustellen, aber auch Vertreter vom Datenschutz, da wir denken, KI muss auch immer in diesem Kontext gedacht werden. Ich sage der Regulatorik, aus dem Grund heraus müssten wir natürlich auch irgendwie einen Rahmen schaffen oder ein Regelwerk. Und eins der ersten Arbeitsergebnisse waren auf jeden Fall Leitlinien. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht wie der große Wurf aus und sind Worthülsen, wie sie wahrscheinlich in vielen Unternehmen vorkommen. Uns ist es aber daran gelegen, dass wir diese Worthülsen mit Maßnahmen unterfüttern. Sprich, dass wir wirklich konkrete Themen in das Unternehmen einbringen, um am Ende eine Umsetzung als auch Wirksamkeit zu entfalten. Nehmen wir also das Thema fortlaufende Schulung und Bewusstseinsbildung raus. Hier haben wir eine KI-Grundschulung eingeführt, die fundamentales Wissen bei allen Mitarbeitenden schaffen soll. Im weiteren Verlauf werden interne Formate geschaffen, die sowohl im Präsenz- als auch im Online-Format zur Befähigung, Information, aber auch zum Transparenz gegenüber Einsatzfähigkeiten oder Einsatzmöglichkeiten der generativen KI bei uns informieren sollen. Damit sollen die Mitarbeitenden mitgenommen werden und sie sollen die Sicherheit auch haben, wie unsere Reise aussieht und wie wir weiter vorgehen wollen. Jetzt denke ich aber, haben wir genug über die Theorie gesprochen und Isabel wird noch mal ein bisschen mehr in die Praxis. Genau. So, jetzt wissen wir ja alle, dass die Erwartungen an generative KI sehr vielfältig sind und teilweise auch sehr hoch. Und was eigentlich wirklich geht, haben wir uns gefragt und vor allem, wo generative KI auch einen tatsächlichen Mehrwert für unser Unternehmen, also für die Toll Collect liefert. Ja, und dafür haben wir uns entschieden, erstmal einen Realitätscheck zu machen. Und das bei uns ja mit Open Innovation in Form oder im Format einer Challenge. Wer jetzt nicht so viel damit anfangen kann, kann sich das Wörtchen Challenge einfach mal übersetzen, also nennt sich Herausforderung, hat so einen kleinen Wettbewerbscharakter. Gerne dazu auch noch mehr, sprecht uns an. Jetzt komme ich aber erstmal zu unserem Realitätscheck. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir nehmen uns einen ganz, ganz dedizierten Anwendungsfall innerhalb unseres Unternehmens. Und ja, ganz konkret war das tatsächlich die Compliance-Beratung unserer Mitarbeitenden. Hier nochmal wichtig, den Fokus haben wir gesetzt auf einen dedizierten, abgrenzbaren Bereich, interne Kommunikation als ja, Teilbereich der internen Wissensbeschaffung auch. Aber wir wollten keine Kommunikation nach außen, also mit externen. Das war uns sehr wichtig für so einen ersten Realitätscheck. Genau, um euch die Ausgangssituation unseres Use Cases so ein bisschen relativ schnell näher zu bringen. Ich habe ja schon gesagt, Compliance. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es geht so ein bisschen um Geschenke und jetzt im Unternehmenskontext. Und die Mitarbeitenden fragen sich, ja, darf ich dieses Geschenk eigentlich annehmen? Das Problem ist, das fragt sich ja nicht nur ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende, sondern wahrscheinlich 100. Ja, und das bisher war es so, dass jede dieser Einzelanfragen auch von unseren Compliance-Mitarbeitern beantwortet werden musste. Das ist also sehr viel, sehr repetitiv. So, und jetzt überlegen wir, wo oder beziehungsweise in welcher Form könnte generative KI uns denn hier weiterhelfen oder unsere Compliance-Mitarbeitenden unterstützen? Die Idee, ganz einfach, wir nutzen generative KI, um die Anfragen der Mitarbeitenden zu verstehen und dann tatsächlich auch zu beantworten, also automatisiert. Was sind ganz einfache Vorteile solcher Lösungen? Natürlich als allererstes die Entlastung unserer Compliance-Mitarbeitenden. Dann haben wir einen hohen Komfort, also Antworten 24/7. Außerdem ist es natürlich eine Komplexitätsreduktion. Einfache Antwort. Und dann einfach noch den Fokus so auf Kreativität und Innovation, also eine Förderung eines technologieaffinen Setups. Ja, so waren auf jeden Fall erstmal unsere Erwartungen. Und Marc erzählt euch jetzt ein bisschen, wie es weiterging. Genau. Zu den Erwartungen gehören natürlich auch noch die kritischen Annahmen, die im Unternehmenskontext vorhin schon erwähnt, einfach eine hohe Kritikalität haben.
Wenn wir den Kreis mal ein wenig folgen, so ist auf einer Seite bei uns die kritische Annahme auch gewesen, oder beziehungsweise das, was wir überprüfen im Rahmen dieser Challenge, ob es dem Prozess, sprich wie wir es nennen, im User-Kontext das Leben einfacher macht. Ist der Ablauf schneller? Komme ich einfacher in Informationen? Können wir repetitive Aufgaben, wie Isabel gerade auch gesagt hat, verringern? Im Kontext des Business können wir sagen, ist es machbar? Machbar ist vieles, aber hat das Ganze auch einen vertretbaren Aufwand? Wir als Bundesunternehmen sind natürlich der Nachhaltigkeit sehr nah und daher wollen wir auch eine Lösung haben, die einfach auf die Anforderungen passt. Wir müssen vielleicht also nicht mit dem größten Modell auf die einfachste Aufgabe schießen. Dann im Kontext natürlich auch noch, das Wort kommt sehr oft vor, ihr merkt es schon, ist natürlich auch noch die KI-Verordnung etwas, was jetzt noch mit dazugekommen ist. Und hier stellt sich einfach grundlegend die Frage, ist es erlaubt, was wir machen wollen? Gehen wir dann aber nochmal auf die Technik ein. So haben viele von euch sicherlich schon mal das Thema Halluzination gehört oder auch die Thematik, dass die KI immer antworten möchte. Wenn wir aber im Unternehmen diese Antworten geben wollen, wir denken an den Use Case zurück, die Compliance hat einen regulatorischen Charakter. Die Antworten müssen korrekt und wahrheitsgemäß sein. Wir müssen also verhindern, dass Halluzinationen eintreten. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gerne im Nachgang auch nochmal auf uns zukommen, wie wir das gemacht haben. Und last but not least natürlich auch noch die Begrenzung der Antworten. Wir möchten eben nicht, dass der Infopilot, wie wir ihn getauft haben, das beste Bolognese-Rezept sagt, weil das ist auf jeden Fall nicht relevant fürs Unternehmen und für unseren gewählten Use Case. Wenn wir also noch mal ein Stück dazu übergehen, was können wir euch eigentlich mitgeben jetzt in der Kürze der Zeit und was haben wir bis jetzt erreicht? Aus unserer Sicht die Einbindung der Mitarbeitenden essentiell, wirklich fragen, was die Erwartungen sind, ihre Meinungen aufnehmen und das Ganze dann auch noch verstärkt im weiteren Verlauf mit umzusetzen. Die vorhin genannten Leitlinien sollen einen Rahmen schaffen. Sie sollen Sicherheit geben für den Einsatz, aber auch Sicherheit gegenüber den Mitarbeitenden, dass sie wissen, welchen Weg verfolgen wir, um auch wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Am Ende ist es aber halt kein Nebenbei. Es erfordert Ressourcen, es erfordert Zeit und es erfordert Ausdauer. Garbage in, Garbage out zählt bei KI genauso wie bei jeder anderen guten Datenbank. Das heißt, Daten müssen aufbereitet werden. Es müssen Testläufe koordiniert werden, es muss Feedback eingeholt werden. Wir müssen kontinuierlich besser werden. Und es gehört natürlich auch dazu, die zu überzeugen, die vielleicht von der Technologie noch nicht so affin sind. Aber genauso müssen wir auch die einfangen, die gerne schon an einem anderen Punkt wären. Aber das Ganze soll nicht so negativ wirken, denn Isabel wird es nochmal zusammenfassen. Naja, also ganz kurz, auch mit Blick auf die Zeit, was können wir euch mitgeben? Eigentlich zwei Botschaften. Ganz einfach, fangt an, es lohnt sich, wirklich setzt euch damit auseinander, aber oder und behaltet im Hinterkopf, wie wichtig tatsächlich der Kontext ist, sowohl beim Setzen eines Unternehmensrahmens als auch in der Umsetzung. Und 46 Sekunden, uns ist klar, dass das jetzt alles sehr oberflächlich trotzdem war, ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet und nicht sonderlich tief ging. Aber deswegen würden wir euch gerne einladen, kommt mit uns ins Gespräch, tauscht ja, oder teilt eure Erfahrungen mit uns. Wir sind auch noch morgen am Stand des BMDV, Stand 307 und freuen uns da wirklich drauf. Haben auch noch eine kleine Überraschung und ich gucke jetzt nach links. Genau, wir haben unseren Use Case tatsächlich auch mit dabei in der Tasche, also unseren Infopiloten. Der darf mal bei uns am Strand angeguckt werden, getestet werden. Firma Kron ist da und ja, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Wünschen euch ansonsten jetzt einen wunderschönen Abend. Ich glaube, das Bier ist überall eröffnet und vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön, danke Isabel, danke Marc. Ein wunderbarer Abschluss, wie ich sagen würde, für unser erstes Bühnenprogramm. Und eigentlich schon auch eine wunderbare Abmoderation, aber ich komme trotzdem nochmal, um auch zu sagen, jetzt geht's gleich los auf der Plaza Stage. Ich hoffe, dass Sie noch einen sehr schönen Abend haben, noch gut netzwerken können auf der Smart Country Convention. Wir starten hier auf der Forumbühne morgen um 10, bleiben bei unserem Themenspektrum, aber setzen morgen die Themenschwerpunkte Glasfaser und 5G-Ausbau, digitale Zwillinge und deren Einsatz und natürlich geht es auch weiter mit generativer KI. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Vorbeikommen und freue mich darauf, Sie morgen wiederzusehen. Danke an unsere wunderbare Technik, Ton und Stage Management und bis morgen.